Man sollte nicht alles verziehen, aber wir können ja nichts dafür, also die neue Generation kann nichts dafür. Und deswegen glaube ich schon, dass man verzeihen kann und dass man jetzt Freunde sein kann. Plus compliqué que juste de mettre deux groupes de jeunes ensemble. C'est pas comme ça que les jeunes se rencontrent. Il faut vraiment leur donner un prétexte pour rentrer en contact. Wir sind hier in Oradour-sur-Glane zur Völkerverständigung und um halt Freundschaft mit den Schülern aus Frankreich zu schließen. On s'est mis en relation avec Hersbruck pour monter un projet sur le thème que les enfants ont choisi, la paix. In Hersbruck war ein KZ-Außenlager und in Oradour-sur-Glane hat es furchtbare Massaker stattgefunden und deshalb ist es wichtig, dass sich die jungen Menschen, dass sich die Kinder damit auseinandersetzen. Aber gleichzeitig geht es nicht darum, sie zu verängstigen, zu verschrecken oder sie zu traumatisieren, sondern eher darin zu begleiten. Und deswegen ist uns immer wichtig, dass wir einen sicheren Raum schaffen, in dem sie wirklich sagen können, was sie wirklich denken, was sie wirklich fühlen. Pendant ce week-end, on a fait une peinture qui désigne la paix entre l'Allemagne et la France. J'ai dessiné la colombe, un soldat qui n'a pas de fusil. Un drapeau de la France et un drapeau allemand pour montrer qu'il n'y a pas de la guerre dans la vie. Die Idee jetzt bei diesem Werk war, dass gleichzeitig viele Kinder ihre eigenen Ideen entwickeln können und dass ein Gesamtprojekt entsteht. Die DVJW-Teamerinnen bringen sehr viel. Sie sind sehr erfahren im Umgang mit jungen Menschen und sie sind sehr erfahren in pädagogischer Hinsicht. Und von daher ist es eine Bereicherung, dass die dabei sind. Mon travail, c'est vraiment d'accompagner les jeunes dans leur rencontre ensemble. Ils ont été préparés au travail de mémoire avec leurs professeurs, qui s'y connaissent bien. Wenn man halt öfter zusammen ist, wenn man öfter zusammen spielt, zum Beispiel Fußball oder Basketball, das zeichnet halt schon aus. Et cet esprit de jeu, cet esprit ludique, ça leur permet en fait de connecter directement et de moins avoir peur d'aller vers l'autre.